Servus, Karl. Servus, Ernst. Was hast du? Du schaust so missmutig drein. Missmutig drein? Ich mach's nimmer. Was? Was? Die Doppelkonferenz. Warum nicht? Warum? Ich will nicht immer der Blöde sein. Es ist ja blamabel. Alle Leute lachen mich schon aus. Heute hat mein Hausbesorger zu mir gesagt, ich habe Ihre Schallplatte gehört, Herr Waldbrunn. Ich habe gewusst, Sie sind blöd, aber ich habe nicht gewusst, dass Sie so blöd sind. Also mach keine Geschichte, fang an. Schau. Wir haben besprochen, dass du mit heiserer Stimme mich begrüßt, nicht wahr? Also bitte mach das. Mit heiserer? Mit heiserer, natürlich. Servus, Karl. Servus, Ernst. Du bist ja ganz heiser. Leider. Ich habe einen Emmentaler gegessen und hatte so durch die Löcher gezogen. Ich mach's nicht mehr. Du willst immer gescheiter sein als ich. Das ist doch gewiss ein bescheidener Wunsch. Aber es passt mir nicht. Es passt mir nicht. Der Verlobte von meiner Schwester hat es mir auch schon nahegelegt. Was, deine Schwester ist verlobt? Du verstehst? Seit 9 Jahren. Das muss ja doch schon langweilig sein. Es war ja nicht immer dasselbe. Zurzeit ist es ein gewisser Ambrosius Müller. Ambrosius, ein seltener Name. Meine Schwester hat auch erst 4 Ambrosiusse gehabt. Was ist er? Der Ambrosius Müller? Ja. Verkäufer in einem Schuhgeschäft. Das heißt, er war es bis gestern. Gestern hat ihn sein Chef hinausgeworfen. Aus welchem Grund? Aus gar keinem Grund. Der Ambrosius ist im Geschäft. Plötzlich kommt eine sehr dicke Dame herein und verlangt ein paar Schuhe. Der Ambrosius setzt sich vor ihr auf den Hocker. Plötzlich... Er hat eine Glatze. Der Ambrosius? Na, der Hocker. Nein, der Ambrosius hat eine Glatze. Ja. Die Dame schaut hinunter, sieht die Glatze, glaubt, es ist ihr Knie und gibt ihren Rock drüber. Schrecklich, der arme Ambrosius. Was war mit ihm? Zuerst hat er geglaubt, es ist Kurzschluss. Und dann? Ist der Chef gekommen, hat ihn mit dem Kopf unter dem Rock von der Kundin gesehen, hat ihn rausgeschmissen. Ich mach's nicht mehr. Also sei nicht kindisch und red weiter. Also wo hat deine Schwester den Ambrosius kennengelernt? Auf einer Party. Party? Party. Na schön. Party. Auf derselben Party, auf der ich meine Heidemarie kennengelernt habe. Wie kommst du zu einer Heidemarie? Von der hast du mir noch gar nichts erzählt. Wie bist du auf die Party gekommen? Ne? Party. Ja. Du weißt doch, du, mein Karl, dass ich mich eine Zeit lang ziemlich einsam gefühlt habe. Mhm. Ich habe deshalb ein Inserat in die Zeitung gegeben. Junger Mann... Bin ich. Junger Mann sucht Licht und Wärme in sein Leben zu bringen. Na, was war? Die Gaswerke haben einen Vertreter geschickt. Was? Und wie bist du auf die Party gekommen? Party. Meine Schwester hat mich mitgenommen. Ja. Ich habe es toll getrieben. Ich habe ihn getanzt, den Cha-Cha-Cha. Ich habe ihn gedreht, den Walzer. Ich habe überhaupt keinen Tanz ausgelassen, bis auf einen. Welcher war das? Damenwahl. Ja, so. Ja, hör mir aus. Plötzlich sehe ich einen Zug. Kennendes Mädel neben mir in einem braunen Pullover aus echtem Kamelhaar. Woher hast du gewusst, dass es echtes Kamelhaar war? Man hat doch die Höcker gesehen. Ich mag's nicht mehr. Also jetzt erzähl weiter noch. Also. Heidemarie. Ich habe sie zu einem Englisch-Walz aufgefordert. Ich habe ihr gesagt, dass ich den Tanz im Blut habe. Was hat sie gesagt? Ich scheine eine schlechte Blutzirkulation zu haben. Bis in die Füße ist er noch nicht gekommen. Was war weiter? Dann haben wir geflirtet. Haben Ping-Pong gespielt. Schrecklich. Eine neue Art von Ping-Pong, wo der Ball unter den Tisch fallen muss. Wo ist denn das Vergnügen? Unterm Tisch. Es war herrlich. Oh, du mein Karl. Sie hat spanisches Blut in den Adern gehabt. Vom Vater? Nein. Von der Mutter? Auch nicht. Was denn? Bluttransfusion. Ich mach's nicht mehr. Wir sind dann noch oft miteinander ausgegangen. Ich habe sie zum Fußballmatch geführt, zum Boxen, zum Freistilringen. Das schaut dir ähnlich. Fußball, Boxen, Freistilringen. Und was Kultur ist, weißt du nicht. Das stimmt. Sie kann nichts Feines sein, die Kultur. Warum nicht? Etwas, das alles beleckt. Karl, weißt du, oh du mein Karl, was Kultur ist? Natürlich weiß ich es. Kultur ist, wenn man einem Volk, das nackt und sorglos in der Wildnis gelebt hat, Kleid anzieht und ihm dafür das Öl wegnimmt. Und wozu braucht man das Öl? Das kriegt man überall zu kaufen. Aber wie du dich unter die Menschen geschmuggelt hast, weiß ich auch nicht. Wer das Öl hat, hat doch alles. Der Kohlenvorrat der Welt reicht doch nur mehr für 2000 Jahre. Das macht man nicht. Ich heiz mit Koks. Aber das du, macht man ja, nicht. Ja. Wer wird die Motoren antreiben, was? Ohne Öl gibt es keine Maschinen. Die Folgen wären Streiks. Streiks gibt's auch so. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass in der Türkei sogar schon die Eunuchen streiken. Warum? Sie wollen ihre Sachen zurück. Kenn ich. Alle wollen ihre Sachen zurück. Der Chiang Kai-shek, China... Der Tito Triest. Ja, deshalb ist ja die politische Lage so unsicher. Ich bin froh, dass ich nichts damit zu tun habe. Ich bin ein friedliebender Mensch, wie Millionen andere Menschen. Jeder will den Frieden. Bin seinerzeit im allgemeinen Krankenhaus zur Welt gekommen. Was hat dir gefehlt?
Meine Mutter ist dort gelegen. Mir hat gar nichts gefehlt. Ich bin zur Schule gegangen, habe einen Beruf ergriffen. Ich auch. Und wenn auch mein Verstand mein einziges Vermögen ist... Mach dir nichts draus. Armut ist keine Schande. ...betrachte ich mein Glück mit den Augen meiner Mitmenschen und bin zufrieden. Das ist sehr schön gesagt. Ist nicht von mir. Also sprach Zahnarzt Tustra. Zara. Das ist die mit der tiefen Stimme. Aber nein, Zara Tustra heißt der Mann. Aber erzähl von der Heidemarie weiter. Gibt nichts mehr zu erzählen. Eines Tages haben wir im Garten Verstecken gespielt. Seit der Zeit habe ich sie nicht mehr gesehen. Dafür habe ich meine Gwendolin kennengelernt. Gwendolin, was du für einen Namen hast. Sie hat eine Zwillingsschwester. An einem 20. November haben wir geheiratet. Wann hast du geheiratet, O'Carroll? Am 21. Juni. 21. Juni? Ist das nicht der Tag mit der kürzesten Nacht? Ja. Feigling. Ich habe Gwendolin geheiratet und mein Freund ihre Zwillingsschwester. Am selben Tag, zur selben Stunde, wir haben die Hochzeitsreise zusammen gemacht. Beide Paare sind wir nach Venedig, sind im selben Hotel abgestiegen, wie wir vor der Hochzeitsnacht nach dem Abendessen auf unser Zimmer gehen wollen. Plötzlich im Korridor ein Kurzschluss. Ich nehme meine Frau bei der Hand, taste mich nach unserem Zimmer. Meine Frau legt sich im Finstern ins Bett. Ich gurgle noch. Ich gurgle immer vom Schlafen gehen, da bin ich sehr penibel. Ich gurgle noch. Ich will mich ins Bett legen. Auf einmal wird es Licht. Hab ich meine Schwägerin im Zimmer und meine Frau war bei meinem Freund. Na, ich stürze sofort zu ihm hin. Ja, und? Zu spät. Wieso? Er hat nicht gegurgelt. Geh, Karl, schau grad, so genau haben wir's seit Jahren schon gemacht. Und ist auch blöd, was man so redet. Hauptsache, man lacht.